Als nächste ist Nele dran. Nele kommt aus Delmenhorst. Sie ist Botschafterin für Toilettenpapier, habe ich heute gelernt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht erklärst du es nachher bei einem Getränk. Außerdem nennt sie sich Captain Nele bei Facebook in Anlehnung an Captain Jack Sparrow. Auch das ist, glaube ich, eine Geschichte, die du mal bei einem Bier erzählen musst. Ihr seht, ihr habt noch nachher Möglichkeit, Nele kennenzulernen. Und genau, sie kommt aus der, gibt es denn Bier? Es gibt Sekt und es gibt Fritz-Getränke. Die gehen auch. Genau, und Nele kommt aus dem Horst, aus der Oldenburger Landeskirche. Halleluja auf 7:30. Die Kraniche fliegen in perfekter Formation. Es ist wunderbar. Und ich stehe und staune und rufe laut Halleluja über das Feld, auf dem ich stehe. Doch viel zu oft bleibt mir mein Halleluja im Hals stecken. Kennst du das? Ich weiß nicht, wer kennt das hier? Vielleicht du da hinten? Neulich, nach einer Geburtstagsparty, der Gang durch die Stadt nach Hause. Ich passiere das Goldene M und ich sehe und ich staune und ich könnte kotzen. Alles, ja wirklich alles vor dem Laden voller Müll. Und ich möchte am liebsten rausbrüllen, was seid ihr nur für... Neulich sagte man mir, dieses Wort sagt man nicht in der Kirche. Und dann gehe ich weiter. Ich persönlich, ich liebe Ordnung. Und wenn es sauber ist. In der Gemeinde schmunzelt man über die Pastoren mit dem Staubsauger. Sobald Besuch bei mir zu Hause weg ist, brauche ich ganz schnell meine Ordnung. Alles muss ganz schnell wieder an seinen Platz und säuberlich da stehen. Und Gott, Gott liebt auch die Ordnung. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Sie ist eine Ordnungsschöpferin. Gott sei Dank. Ich schaue in die Welt und alles ist geordnet. Von oben bis nach unten. Da sind die Engel und die Herrscher gut angeordnet. Sonne, Mond, leuchtende Sterne, Himmel aller Himmel, Wasser über dem Himmel. Gut angeordnet. Große Fische, Tiefen des Meeres, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, Berge, Hügel, Bäume, Tiere, Vieh, Gewürm, Vögel. Gut angeordnet. Ach Gott, was hast du dir bloß dabei gedacht? Und Halleluja sollen sie alle ausrufen. Wie wohl Regenwürmer Gott loben? Oder wie klingt ein Flossenkonzert für den Allerhöchsten? Alles funktioniert nach dem Prinzip Ordnung. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Und ich denke an Wall-E. Ich weiß nicht, wer von euch Wall-E kennt. Lief vor einigen Jahren im Kino. Wall-E ist ein Aufräumroboter. Durch Massenkonsum, durch Vermüllung ist die Erde nicht mehr bewohnbar. Die Menschen mittlerweile auf Raumschiffen unterwegs, weit weg. Alles ist automatisiert und sie, die Menschen, degeneriert, fettleibig und echt peinlich. Und Wall-E, dieser Waste Allocation Loadlifter Earth Class, dieser Müllordner und Lastenheber Erdklasse, er räumt auf. Er sortiert, er schafft Ordnung, er macht sauber. Und er ist dabei unermüdlich der Letzte seiner Art seit Jahrhunderten auf der Erde. Und er ist der Letzte auf der Erde. Und er entwickelt sogar sein eigenes Bewusstsein. Göttlich irgendwie. Eines Tages findet Wall-E ein Lebenszeichen. Eine kleine Pflanze. Er bewahrt sie auf in seiner kuriosen Sammlung von Dingen, die er so in seinem Lager da so hat. Unter anderem irgendwie so eine Hello Kitty-Puppe oder so. Naja. Und vom Raumschiff wird Eve gesandt. Denn die soll nämlich auf der Erde nach Leben suchen. Und natürlich wird es dramatisch in diesem Film. Wall-E verliebt sich in Eve. Die Pflanze muss um ihr Leben bangen. Der Autopilot des Raumschiffes hat den Auftrag, nicht mehr zur Erde zurückzukehren. Es gibt Kämpfe, es gibt Auseinandersetzungen. Wall-E wird beschädigt. Er droht zu sterben. Drama pur. Am Ende wird natürlich alles gut. Natürlich. Die beiden Roboter retten die Pflanze. Diese beiden Roboter retten die Erde. Diese eine Erde. Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobt ihn auf Erden. Sie gab uns eine Ordnung und wir fallen wie bei Lucifer bei Amazon Prime aus der Rolle und bringen alles durcheinander.
Er gebot, wir wurden geschaffen, wir überboten, das schaffen wir uns selbst ab. Ich schaue auf die Kraniche und sehe ihre perfekte Formation. Ich stehe im Sonnenaufgang, ich sehe die Farben der sich färbenden Blätter. Ich stehe und ich sehe und ich staune. Wie gern würde ich wie Wally anfangen, Ordnung machen, die Welt putzen. Und ich fange an zu putzen, ganz klein bei mir in meiner Welt. Denn das geht und ganz praktisch und das ist auch gar nicht schwer. Denn da steht es. Dieses zarte Pflänzchen. Noch ist mein Halleluja ganz leise und zaghaft. Aber es ist da. Als nächstes ist Jonathan dran. Jonathan kommt aus Bennigsen und ist dort Pfarrer, hat Frau und Kind. Nächstes Jahr macht er ein Jahr Elternzeit, da freut er sich schon drauf. Ansonsten ist Jonathan großer Metal-Fan, weswegen man auch schon mal Seminare bei ihm besuchen konnte, wie das mit Metal und Predigt zusammengeht. Das macht er also auch. Also wer Lust hat, mal über Metal-Texte in die Predigt einfließen zu lassen, der kann zu Jonathan gehen. Ansonsten steht er aber eben auch heute hier auf der Bühne. Ich dachte mir, als guter Lutheraner heißt es ja ad fontes, also zu den Quellen, zu den Anfängen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und dunkel. Gott sah nichts, machte einen Schritt und aua, blöde Legosteine, überall liegen diese Scheißdinger rum. Kann mal jemand Licht machen? Er fand den Scheiter. Nicht hell wurde es aber trotzdem, denn bei Gott reicht im Gegensatz zum Menschen für derlei Dinge ja die Stimme. Aber es war immer noch ein Durcheinander aus hell und dunkel, also in etwa das, was man am Meer Küstennebel nennt. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Nur in Norddeutschland ließ er es ungetrennt, damit es auch dort einen Unique Selling Point gibt, nachdem man in Eckernförde später einen Anis-Schnaps benennen wird. Und Gott sah, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und er machte weiter. Ihm war sehr klar, dass hier mal jemand aufräumen müsste, denn der Heilige Geist schwebt über den Wassern und beschwerte sich permanent über sein nasses Gefieder. Ich werde mir hier noch den Tod holen in dem verdammten Mistwetter. Also verbannte Gott den einen Teil des Wassers nach oben und den anderen Teil des Wassers nach unten. Jetzt war immerhin schon etwas mehr Ordnung in der Sache. Und Gott trennte Land und Meer, damit er nicht überall beim Flanieren nasse Füße bekam, denn er fror genauso wie der Heilige Geist. Zwar nur an den Füßen, aber ihm reichte das eigentlich schon. Nachdem das Wasser abgeflossen war, schüttete sich der Heilige Geist die Nässe aus den Federn und Gott trocknete seine Füße ab. So ist es besser, sagte der Heilige Geist. Gott klopfte sich auf die Schulter und sagte, siehste, sehr gut. Ich finde ja, hier könnte es etwas bunter sein, maulte der Heilige Geist. Also schuf Gott die Pflanzen. Eichen und Birken, Gras und Haselnussbüsche, Palmen und Geranien. Aber Gott dachte schon voraus, um Gartenenthusiasten wie mich später ordentlich zu quälen, schuf er Brombeeren. Warum sonst sollte es eine Pflanze auf dieser Welt geben, die durch alles durchwächst, Dornen hat, im Schredder überlebt und so leckere Früchte hat, dass irgendein Idiot sagt, Alter, das Ding brauche ich unbedingt in meinem Garten. Und Gott schaute sich um und sagte, das war sehr gut. Und am nächsten Tag, da machte er die Sterne, den Mond und die Sonne. Die Sterne hing er liebevoll auf, jeden einzelnen. Manchmal musste er sich dafür etwas strecken, um die richtige Stelle zu erreichen. Als er etwa 3/4 der Sterne richtig aufgehängt hatte, verlor er einmal das Gleichgewicht, machte einen Ausfallschritt und trat in die gestern gewachsenen Brennnesseln. Aua, verdammter Mist! Der Heilige Geist kam aufgeregt angeflattert und pustete, was das Zeug hält. Hilft das? Fragte der Heilige Geist besorgt.
Ja, ja, geht schon wieder. Aber die Dinger sind fieser als Legosteine, antwortete Gott ungeduldig und schaute wieder in den Himmel. Er warf die letzten Sterne nach oben, verlangsamte die Zeit, sodass sie nacheinander wieder runterfielen und Spuren am Himmel hinterließen. Immer mal wieder einer. Er schaute auf das, was er bis jetzt geschafft hatte und geschaffen hatte und sagte, ach scheißegal, ich lass das jetzt so. Der Heilige Geist mischte sich ein. Aber die Sterne fallen doch nach und nach wieder runter. Gott winkte ab, mir doch Schnuppe. Und eigentlich auch ein bisschen romantisch, oder? Ja, schon, du hast recht, pflichtet der Heilige Geist ihm bei. Am nächsten Tag schauten Gott Vater und der Heilige Geist sich um. Irgendwas fehlt hier, oder? Ist alles so ruhig. Ja, hier muss mal ein bisschen Leben in die Bude. Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Art hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Die Elefanten trompeteten, die Wale sangen, die Vögel zwitscherten und Gott saß mit dem Heiligen Geist an einem See und schaute sich um. Das ist alles sehr gut geworden. Der Heilige Geist fing an zu singen. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Ich habe aufgehört zu zählen, sagt Gott. Es sind echt zu viele geworden, aber wenn ich einmal in Fahrt bin, dann kann ich immer nicht aufhören. Der Heilige Geist wehte mit einem Flügelschlag die Mücken von ihrem Sitzplatz weg. So kann es doch eigentlich bleiben und wir könnten Pause machen, oder? Nein, sagte Gott, irgendwas fehlt noch. Er spielte mit dem Matsch am Teichufer und baute etwas, das so aussah wie die wunderbare Gestalt, die er im spiegelglatten See beobachten konnte. Er sprach, lass uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Bist du sicher? Fragte der Heilige Geist. Bei keiner Sache war ich mir je so sicher. Ich wäre doch nicht Gott, hätte ich diese tolle Welt nur für uns gemacht. Ich will, dass Menschen die Erde bevölkern. Ich will mich mit ihnen über die Blumen freuen. Vielleicht helfen sie uns dann auch beim Mückenzählen. Und ich will ihnen zuschauen, wie sie die ersten Schritte gehen. Ich will sehen, wie sie nicht nur aus Legosteinen etwas bauen. Ich will, dass sie die Erde erkunden und auf ihr gut zusammenleben. Und ich will sie auch auf dem letzten Weg begleiten. Das ganze Leben lang will ich für sie da sein. Ich lasse sie doch nicht alleine. Wenn du das sagst, lass mich mal machen, sagte Gott. Und wenn die Menschen wollen, können sie auch immer mit uns reden. Das stimmt. Also mach ruhig, sagte der Heilige Geist und flatterte aufgeregt um Gott herum. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn als männlich und weiblich, schuf er sie. Gott knetete. Dabei war er etwas ungeschickt mit den Händen. Daher landeten auch ein paar Haare auf Füßen, ein bisschen zu viel Masse am Bauch. Bei einem anderen Exemplar waren die Arme etwas zu lang und die Beine zu kurz und so weiter und so fort. Und so wurde jedes Exemplar einzigartig. Und Gott liebte sie alle, wie sie waren. Der Heilige Geist verdrehte genervt die Augen. Alter, was ist denn mit dir los? Ich mag sie alle sehr. Gott machte sich Gedanken um die Menschen. Ich will, dass es euch gut geht, dachte er. Also gab er ihnen noch einige Regeln mit auf den Weg, was sie essen sollten und was nicht. Aber er merkte schon, dass sie zu neugierig waren, um ihm bis zum Ende zuzuhören. Na gut, Kinder, sagte er. Dann gibt es von Zeit zu Zeit mal jemanden, der euch ein paar neue Regeln und Tipps gibt. Ihr wollt jetzt los, merke ich. Gott segnete die Menschen und schaute ihnen zu, wie sie die ganze Welt erkundeten, wie sie Nahrung sammelten und sich über die ganze Erde verteilten. Gott lächelte, wischte sich gerührt eine kleine Träne aus dem rechten Auge und sagte, das ist alles sehr gut. Hoch die Hände, Wochenende, rief der Heilige Geist und setzte sich ins Gras. Jetzt können wir Pause machen, sagt Gott. Aber morgen schauen wir doch, wie es ihnen geht, oder? Ja, ja, sagte der Heilige Geist. Dankeschön. Aus Thüringen, genau, geboren in Magdeburg, kommt aus Worbis und hat Diplom-Vermessungstechnik studiert. Ist das richtig? Okay, wieso?
Ich muss mir das alles auswendig merken. Das ist bei so schwierigen Begriffen nicht so einfach. Sie hat studiert in Sibirien, in Novosibirsk. Und hat unter anderem dann aber nach der Wende 3 Jahre mit einem russischen Orchester zusammengearbeitet. Also sehr, sehr spannende Vita. Und da wollen wir natürlich jetzt hineinhören in den Text. Einen großen Applaus für Evelyn. Mein Text hat die Überschrift Der Betrüger. Er stand an. Die Schlange vor der Ausstellungshalle schien endlos lang. Der Morgen war kühl im ersten Sonnenschein. Schritt um Schritt nur ging es vorwärts. Endlich stand er in der Eingangshalle. Hätte er doch nur ein Online-Ticket gekauft. Plötzlich wurde ihm komisch. Alles drehte sich. Er hatte die Nase voll und einen dicken Kloß im Hals. Sollte er es wagen, den drinnen die Wahrheit zu sagen? Das hätte Folgen. Entweder oder. Entweder er blieb und konnte die Lage beobachten, vielleicht sogar einen aussichtsreichen Platz ergattern. Oder er zog sich zurück, wartete, bis die Luft wieder rein war. Nun, er entschied sich als Christ für das Oder. Als er, der angestanden hatte, gesund zurückkam, waren die meisten Stücke verkauft. Selbst jene, welche er gefälscht hatte. Das hatte er nicht erwartet. Jetzt musste er sich erst einmal setzen. Gedankenblitze schossen ihm durch den Kopf. Die Gestalt des gebeugten Großvaters, Körbe voller Birnen und Äpfel. Ah, der Garten des Großvaters. Wie lange war er nicht mehr dort gewesen? Und mittendrin das Häuschen, ganz klein, nur zum Schutz vorm Wetter, nicht zum Wohnen gebaut. Ein Raum mit einem Geräteschuppen dran. Und im Inneren gleich links, wenn man reinkam, der Spültisch mit einer Kochplatte drauf. Und gegenüber der kleine Kamin mit einer Ofenbank und davor der Ohrensessel und ein niedriger Tisch, an dem er sich immer die Knie gestoßen hatte. Der Kamin, das war die Lösung. Ja, Mensch, daher der bohrende Gedanke. Jetzt aber husch aufs E-Bike geschwungen und durch die Stadt gerast. Er hörte nur ab und zu ein, ey du Depp, kannst du nicht aufpassen? Oder, es ist rot, auch für dich. Angekommen. Das Gartentor quietschte überhaupt nicht, als er es aufstieß. Er wusste genau, wo die Originale standen. Da unten rechts am Kaminsims, da war schon immer der beste Platz gewesen. Er wird die Originale gegen die Fälschungen tauschen. Ein leises Kratzen erinnerte ihn. Der Baum. Seine kräftigen Äste streichelten im Wind das Häuschen. Steht wohl die Leiter noch an ihrem Platz? Die Leiter, die anstandslos am knorrigen Stamm lehnte, wird hoffentlich der Übergang sein für den, der anstand vor Tagen als ein Betrüger und hoffentlich aufsteigen wird in eine Krone der Schöpfung als anständiger Mensch. Doch höret weiter. Flink wie ein Eichhorn kletterte er die Leiter hinauf. Stufe um Stufe fühlte er sich leichter. In der Krone rauschten die Blätter. Sonnenstrahlen suchten sich den Weg zwischen Ast und Borke. Jahrzehnte war es her, dass er sich so leicht und ruhig fühlte. Sein Blick schweifte von einem Blatt zum anderen, von einem Zweig zum nächsten.
Nur ein wenig drehte er den Kopf. Das ging nicht mehr ganz so gut. Aber er konnte die Hochhäuser erkennen. In der Ferne musste nur die Augen zukneifen. Die Sonne, endlich so warm, ließ ihn nicht ganz klar schauen. Ein leichtes Lächeln erhellte sein Gesicht. Ach, was soll's? Ich bleib hier sitzen. Auf dem Ast, dachte er, schwang das Bein rüber und saß. Die Leiter fiel, nämlich um. Dann kann ich ja noch ein wenig bleiben, sagte er sich. Zur Leiter gesellte sich sein Schuh. Drum merke, Mensch, bist du noch ein Teil der Schöpfung, auch wenn du deinen Schuh verlierst. Amen.